Hallo Freunde und willkommen zurück zu Iratus Lord of the Dead, wo wir in der letzten Folge uns ein bisschen weiter vorgewagt haben. Wir haben zum ersten Mal eine Stele verwendet, haben hier die Gegner platt gemacht. Ich meine, wir haben auch den Sarkophag geöffnet, aber in dieser Runde bzw. in dieser Folge wird es ein bisschen brutaler zugehen, denn in diesem Gefecht wartet ein Elite-Mob auf uns. Die Typen können ganz schön böse sein. Zumal ich gerade nicht weiß, was das für eine Elite ist. Ich das Symbol nicht so richtig erkenne. Ja, es ist scheinbar nur ein Elite-Scribe hier, so ein Streiter. Na, die Eliten haben halt für gewöhnlich, ne, ihr seht schon, der hat jetzt 25 mehr Leben, entsprechend 25 mehr Verstand, hat mehr Schaden und auch generell primär ein bisschen verbesserte Stats halt. So, wie gehen wir denn vor? Ich würde sagen, als erstes verringern wir mal seine Crit-Chance auf Minus. So. Einfach weil gerade die Scribes und also die Streiter und auch die Wachen sind durchaus öfters in der Lage, sich zu bewegen. Deshalb gönnen wir uns da mal. Ja, verfluchen wir einfach mal erstmal die beiden. Toll, trifft nur den einen. Hör mal. Das ist nicht so cool. So, das macht 10 bis 11, beziehungsweise da der Typ ja einen Debuff drauf hat, genauso wie der hier eigentlich, und der hat einen Buff, verursacht das mehr. Ja, 12 bis 13 natürlich die Minroll. Und ich würde sagen, wir können uns hier mal die Giftwolke holen. Viel Vergnügen. Au. Könnt ihr euch jetzt mal bitte bewegen? Langsam geht mir auf den Keks. Ja, normalerweise sollte ich eigentlich mit ihm die Ultimate nutzen. Aber es ist halt gerade sinnvoll, dass ich ihn heile. Weil Tank und so. Och nö. Ist inspiriert geworden. Ist inspiriert worden. Zum Präzision ausweichen und Angriff. Sprich Schaden. Das ist sehr uncool. Der Typ muss mal schnell sterben. Ich kann ihn, glaube ich, jetzt gar nicht mehr damit töten. Mit Fluch und so einem Scheiß. Ist doch kacke. So. Sehr schön. Ich liebe Betrayal, also Verrat. Au. Das tut weh. Ach komm. Was ist denn bei dir das Problem eigentlich, Kumpel? Ich müsste eigentlich den hauen. Das ist das Problem an der Sache. Übrigens, Verrat und sowas, also so Qualen und so zählen nicht als Debuff. So, ich bin ja... Das Problem ist, es hat halt nur eine 25% Chance, den Typen zu treffen. Das ist so ein Murks manchmal. Sehr schön, was hast du erwischt? Feigheit. Oh. Sehr krass. Au! Dieses Arsch, ey. Das ist nett. So. Töten wir den mal. Das war Glück. Hast du mal auf? Der Typ macht viel zu viel Schaden. So. Friss. Und noch mehr. Ich
meine, theoretisch wäre es ganz cool, wenn der Kerl abhaut. Weil, naja, dann kriegen wir einen Vampir. Puh, das hätte böse enden können. Das tut schon weh. Sehr gut. Okay, heilen brauchst du nicht mehr. Also holen wir den. Wow, das ist ja fast schon Schaden. Gut, der Typ hat halt auch 8 Rüstungen, ne? Och nö. Das war genau der falsche, du Idiot. Ich glaube, ich sollte echt mal das Mana holen. Ja, es war halt das Problem, dass der Typ konzentriert ist. Der Arsch. Wir machen kaum Schaden. Zumindest ist das ein magischer Angriff. Dann halten wir den halt im Lockdown. So, dann hoffen wir, dass die Gruppe hier nicht fast komplett drauf geht. Weil den wird er nicht tot kriegen. Allein schon wegen seiner Ultimate. Nochmal Ruhe. Und weiter. Och, das ist jetzt nicht dein Ernst. Au. Was ist das? Ist leider nicht stapelbar, der Effekt. Ziehen wir einfach noch mal ein bisschen Mana. Nicht viel, aber ein bisschen. Puh, sie hat noch ein Leben. Ist halt die Frage, ob ich ihn. Also ich kann ihn nicht im Dauerstun halten. Dafür produzieren wir zu wenig Zorn. Ganz ehrlich, dann töte ich einfach die Sirene. Sondern lasse ich die Sirene jetzt sterben. Weil der Kerl. Aua! Will ja nicht sagen, ne? Aber er könnte ihn doch noch umbringen. Will halt auch einfach nicht critten. Ja. Ideal. Oh Mann. Halt ein echt beschissener Kampf. Einen Moment. Ja, der Kampf lief ja nicht so optimal. Na, zumindest haben wir den Humicorn-Eintrag für den Elite-Streiter bekommen. Und ein bisschen Ersatz für das, was wir verloren haben. Die haben sich natürlich nicht geheilt. Na gut, machen wir uns mal eine neue Gruppe, ne? Was wollen wir denn mal? Also ich würde mal ein Skelett als Frontlinie nehmen. Dann an zweiter Stelle wollen wir vielleicht mal eine Dampirin nehmen. Die sind auch sehr geil im Kritten. Nehmen wir eine Dampirin. So, Moment. Natürlich wieder vergessen, aber auf Kommen umzuschalten. Dann ist, glaube ich, von der zweiten Position, aber das muss ich gleich selber nochmal gucken. Am sinnvollsten. Gut, Phantasma. Ich weiß nicht, was davon. Zombie. Zombie mitnehmen. Ach komm. Kann ich den zumindest mal erklären? Bräuchte ich noch eine Backline? Kannst du von der Backline agieren? Ja.
Ein bisschen. Machst du denn da außen Gegner anzünden? Okay. Der Vergeltung Buff. Ja. Ein physischer Angriff. Okay, ja, doch, sie will sich eigentlich eher in den hinteren Reihen aufhalten. Merkt man daran, dass sie zwei Fähigkeiten hat, die sie nach hinten bewegen. Gut, dann nehmen wir mal ein Phantasma. Phantasma, um genau zu sein. So. Und zwar haben wir mit dem Skelett, wie gesagt, einen weiteren Tank. Ich weiß gar nicht, ob ich das Skelett schon vorgestellt habe. Ich glaube nicht. Immun gegen sämtliche Buffs und Debuffs. Das heißt, wir können es zwar nicht buffen, die Gegner können es aber auch nicht debuffen. Ist immer ganz nützlich. Dann haben wir einen relativ einfachen Schlag. Fügt 80% des Schadens zu und der Schöne ist, der ignoriert Rüstung. Dann haben wir eine Möglichkeit für ihn nach vorne zu kommen. Vom Prinzip her ein einfacher Charge, der eine Kampfhaltung von Gegner beenden kann, was auch teilweise sehr nützlich sein kann. Die meisten Kampfhaltungen werden dadurch beendet, dass das Ziel, habe ich glaube schon gesagt, gestunt wird. Es versucht, beziehungsweise es geschaffelt wird, also gezwungen wird, sich zu bewegen. Oder halt durch Aktionen die Kampfhaltung beenden. In diesem Fall zum Beispiel Lektion 1. Dann haben wir die erstaunliche Tapferkeit, damit. Na, es ist vom Prinzip her ein leichter Taunt. Ne, Feinde greifen das Skelett öfter an. Also sie, nicht jeder Angriff geht auf das Skelett, aber einige. Und es wird halt wesentlich tankiger, weil nimmt halt 6 Schaden weniger, egal von welcher Quelle. Dann haben wir das Bauernopfer. Das ist ein bisschen ein Angriff, den ich glaube ich bisher erst ein oder zweimal verwendet habe. Das Skelett verliert 30% seiner Vitalität. Und das heißt, es ist, glaube ich, immer die aktuelle. Also wenn es 100 Leben hat, verliert es 30. Wenn es aber nur 50 hat, verliert es eben nur 15. Und der Gegner verliert dafür 30 bzw. 15% seines aktuellen Verstandes. Die 15% wie immer bei Bossen, weil sonst wäre es fucking broken. Dann haben wir einen schönen Angriff, den Doppelhieb. Fügt halt zweimal 50% des Schadens zu. Also effektiv schlägt er für 100 Schaden zu. Natürlich muss man immer bedenken, wenn der Gegner keinen Ausweichenwert hat, haben wir trotzdem nur eine 96% hoch 2 Chance, dass beide Angriffe treffen. Sprich, es ist keine 100%, dass wir treffen. Bei dem hier natürlich auch nicht, aber also nochmal, in den meisten oder in vielen Fällen macht der Doppelhieb trotzdem mehr Schaden. Vor allem ist der Doppelhieb aber meiner Meinung nach eine der besten Möglichkeiten, um Block vom Gegner zu entfernen. Einfach weil, naja, es sind bis zu 2 Hits, die einen Block entfernen können. Und zu guter Letzt haben wir natürlich noch den Schilddonner, seine Ultimate. Ein Stressangriff auf alle, die einfach mal 19 bis 21 Stressschaden verursacht. Was ziemlich ordentlich ist. Dann gefallene Dampirin, ein Charakter, den ich bisher irgendwie echt noch nicht häufig verwendet habe. Sie erhält Angriff und Furcht, wenn sie Schaden erleidet. Sprich, sie ist kein Tank, definitiv nicht. Gut, sie hat vom Prinzip her die gleichen Defensivstats, beziehungsweise sogar bessere Defensivstats als das Skelett. Noch sie ist kein Tank. Wird aber dadurch besser, dass sie angegriffen wird. Sie hat einen Hieb von den hinteren Positionen, um nach vorne zu kommen. Ignoriert Rüstung und Blocken. Das ist schon ziemlich geil. Wir haben Ziel auf die Vene, einen physischen Angriff, der sogar Vitalität bei ihr wiederherstellen kann, wenn sie crittet. Was auch nicht zu verachten ist. Und ne, 25% Glück, wenn wir das ein bisschen buffen. Macht halt Spaß. Dann hat sie den hohen Konter, was ein ziemlich cooles Ding ist. Das ist eine Kampfhaltung, die sie nach vorne bewegt und einem Gegner Stressschaden zufügt. Der beendet die Kampfhaltung von denen, die getroffen werden. Und wenn ein Gegner sie angreift, schlägt sie sozusagen zurück. Also sie greift halt dann, ne, sie kontert halt. Das ist ziemlich ordentlich. Dann hat sie eine Falle, wodurch Gegner bewegungsunfähig werden. Das bewirkt, dass Gegner auch nicht geschaffelt werden können, meine ich. Ich bin mir immer unsicher,
Weil es gibt Skills, die machen den Gegner bewegungsunfähig und ich kann sie trotzdem shuffeln. Ich weiß halt nicht, ob das für alle gilt. Aber der Gegner kann sich nicht von sich aus bewegen. Kann von Vorteil sein, muss es aber nicht. Und dann haben wir den Schmerzhagel, eine von zwei Ultimates, die Madame hat. Und zwar ist es ein magischer Angriff, wo sie fünfmal zuschlägt für 25% Schaden. Also theoretisch, wenn sie mit allen Schlägen trifft, 125% Schaden. Und das Ziel verliert bis zum Gefechtsende sämtlichen Widerstand. Ne, wichtig ist, es ist ein magischer Angriff. Und dieser Debuff gilt erst nach dem Angriff. Und das gleiche haben wir hier nochmal für physisch. Beziehungsweise ein bisschen anders. Sie greift dreimal an, bewirkt pro Treffer dafür 40% Schaden. Aber das Ziel verliert bis Gefechtsende sämtliche Rüstung. Ziemlich nett. Dann den Zombie, von dem ich gesagt habe, ich finde den gar nicht mal so geil. Auf niedrigem Level. Auf hohem Level ist der Typ einfach ein Biest. Das Problem ist, meistens klappt es nicht, den auf dieses hohe Level zu bringen. Er hat von Anfang an relativ guten Widerstand, also magisch kann er durchaus was ab. Ne, seine Angriffswerte sind jetzt nicht die optimalsten, vor allem die Präzision lässt bei denen grundsätzlich zu wünschen übrig. Und es ist eine reine Offensivklasse. Sie hat einen Kugelhagel, einen Standard magischer Angriff für 100% Schaden. Einen physischer Angriff, der vom Prinzip her die ersten drei Positionen oder die Positionen 2, 3, 4 trifft und ihnen dafür 6 Schaden zufügt physisch. Dann haben wir die zündende Mischung, womit man einen Gegner vom Prinzip her anzünden kann. Wobei es in diesem Fall relativ selten vorkommt, dass der Ursprungsschaden weniger oder geringer ist als der Dot, weil der Dot hier ist ziemlich geil. Dann haben wir mehr Pulver, was ziemlich ekelhaftes Viech ist. Mehr Pulver ist vom Prinzip her, er bufft seinen Schaden für den nächsten Angriff um 100%. Wohlgemerkt, nächster Angriff, nicht nächste Aktion. Das Ding ist stapelbar. Also wir können theoretisch eigentlich nur im Bossfight durch die ganze Zeit mehr Pulver, mehr Pulver, mehr Pulver, mehr Pulver, mehr Pulver. Und dann irgendwann einfach mal einen raushauen. Das könnte schmerzhaft werden für den Gegner. Vor allem, was halt ganz cool ist, es funktioniert auch mit dieser Bombardement-Kampfhaltung. Der Zombie greift nämlich zu Beginn der nächsten Runde viermal an, für 50% seines physischen Schadens. Und das Ding verbraucht keine Aktion. Also er kann Bombardement-Stellung gehen, in der nächsten Runde wird er dann das Bombardement durchführen und kann dann entweder nochmal angreifen oder ne, wieder in Bombardement-Stellung gehen. Und zu guter Letzt haben wir noch seine Ulti. Ein physischer Angriff, der auf das getroffene Ziel 200% Schaden zufügt. Und es zwei Stufen nach hinten bewegt, aber das ist eher so das geringere Problem. Das hiermit kombiniert, mehrfach, macht Aua. Das Problem ist, bei meinem Glück, in 99% der Fälle, in denen ich das bisher durchgezogen habe, hieß es dann verfehlt. War dann so Arschloch. Und zu guter Letzt haben wir das Blutphantasma, das haben wir zwar eben schon mal ganz kurz durchgespielt, aber trotzdem. Wir haben Pfählung. Ein Angriff von den ersten beiden auf die ersten beiden vor allem, und zwar gleichzeitig. Ewiger Hass zündet halt einen Gegner an. Und hier haben wir wieder das Klassische, ne? Der Anfangsschaden ist gut, der nachfolgende Schaden eher nicht so. Dann eine klassische, was heißt eine klassische, aber eine Kampfhaltung. Wobei ich mit der Übersetzung nicht ganz zufrieden bin. Normalerweise ist es, glaube ich, wenn. Also es geht sich halt darum, dass ungeblockter Schaden erlitten wird. Also der Schaden darf nicht von Rüstung geblockt werden, sprich der Gegner muss mindestens 5 Schaden theoretisch machen, was praktisch ein KP Schaden ist. Und es darf nicht durch Block oder sonstiges abgewehrt werden. Also muss getroffen werden und das Blutphantasma muss Leben verlieren und alle Verbündeten stellen 50% in Höhe des Angriffswerts wieder her. Wobei in diesem Fall des Angriffswerts des Angreifers, nicht des erlittenen Schadens, was wenn man das Blutphantasma ein bisschen buffen würde mit Rüstung und so, dann schon ordentlich werden. Mal der Vergeltung, wir markieren einen Lakaien und ja, vom Prinzip her ein bisschen wie ihr hohen Konter nochmal verbessert, beziehungsweise nicht verbessert, aber halt ne, nochmal zusätzlich. Was entsprechend ganz lustig sein sollte, wenn man die Dampiren in die Kampfhaltung stellt und dann mit dem Mal der Vergeltung arbeitet. Müssen wir noch einmal ausprobieren. Dann haben wir die Ketten der Wut, einen Angriff von hinten, von den hinteren beiden Positionen, um genau zu sein, und kann auf jeden Gegner wirken. Kann
macht außerdem mehr Schaden, was ziemlich awesome ist. Und ein komplexer Angriff. Was bedeutet, wir haben einen physischen Teil des Angriffs und einen Stressangriff. Sprich, na, sie greift einmal, beziehungsweise sie greift zweimal an und fügt dabei, so lese ich es gerade, 200% physischen und 200% Stressschaden zu, wenn sie mit beiden Schlägen trifft. Bin ich mir nicht 100% sicher. Müssen wir mal ausprobieren. Ich bin aber trotzdem am Überlegen. Ich glaube, das Blutphantasma ist trotzdem klar mit den hier ewiger Hass, Mal der Vergeltung und Ketten der Wut. Ich glaube, das reicht eigentlich, um es erstmal hinten zu lassen. Außerdem, der Tod eines Blutphantasmas stellt bei seinen Verbündeten 33 Vitalität wieder her. Nett, du hast keine, ne? Das hätte mich auch gewundert. Gut. Dann stürzen wir uns jetzt mal eben kurz. Kurz, das ist ein bisschen übertrieben, stürzen wir uns nochmal in das Gefecht. Hey, eigentlich, ja, genau. Der Typ hat ziemlich gelitten. Kriegt jetzt erstmal einen drauf. So. Und tschüss. So, haben wir das auch geklärt. Das ist nämlich in Anführungszeichen der Vorteil, wenn wir eine Schlacht verlieren. Wir können mit neuen Minions nachrücken und diese neuen Minions müssen dann nur mit den Resten aufwischen. Das ist ganz angenehm. So, wir werden in der nächsten Folge nochmal mit dieser Gruppe agieren. Ich will jetzt aber mal eben kurz ein Skelett erschaffen und es für die Arena opfern. Habe nicht aufgepasst, ich kann mir kein Skelett erschaffen. Beziehungsweise, jetzt können wir mal eben auf die Alchemie eingehen. Die Alchemie hat vier verschiedene Varianten. Ne, vier. Oder drei. Wir haben die Extraktion. Damit können wir mit zwei gleichwertigen Materialien ein Item erschaffen, was ganz nützlich ist. Wobei die Komponenten müssen halt die gleiche Seltenheit haben. Dann haben wir die Destillation. Damit können wir aus zwei gleichen Komponenten sozusagen eine Qualitätssteigerung machen. Also wir könnten zum Beispiel zwei Herzen hier reinschmeißen und würden ein verbessertes Herz rauskommen. Oder wir haben die Wandlung. Wandelt zwei Komponenten eines Typs in die Komponenten eines dritten Typs, bzw. eines anderen Typs um. Wir müssten theoretisch zwei Knochen opfern, um Waffen zu erhalten. So, könnten wir theoretisch machen. Das Problem ist, für Skelett brauchen wir auch Knochen. Das ist auch Käse. Kann ich den Knochen herstellen mit Totenschädeln? Habe ich auch nicht genug. Brauche ich aber auch einen. Dafür bräuchte ich Staub. Das heißt, ich müsste theoretisch vier Staub opfern, um zwei Schädel zu haben, um einen Knochen zu erhalten. Ist halt scheiße. Ist halt echt kein guter Deal, ne? Dann bauen wir die Arena halt nur nicht. Gut, irgendwas anderes, was wir gerade. Ich eigentlich auch ein Skelett drin, ne? Schade. Na gut. Muss ich den Banshee opfern? Haben wir keine mehr von. Den haben wir auch nicht mehr. Noch nicht. Brot von Iratus. Skelett. Ich könnte aber theoretisch. Machen wir das mal so. Die haben ja volles Leben, also kann ich die da einfach reinsetzen. Den Knochengolem einfach, weil. Ja, können wir halt. So, hier müsste ich Banshees. Kann ich denn theoretisch zumindest einen von den. Ne, auch von den Schwarzen Rittern, da fehlt mir auch die Waffe für. Verdammt. Ich könnte eine Banshee opfern, um mehr Seelen zu kriegen. Aber nö. Gut, in der nächsten Folge kümmern wir uns mal um diesen Kampf. Und lernen auch wieder einen neuen Gegner kennen. Zwar einen Gegner, den ich nur bedingt mag. Aber gut. Das wird es trotzdem für heute gewesen sein. Ich hatte gehofft, dass wir zwei Kämpfe hinkriegen, aber der eine Kampf hat sich leider echt schlecht ergeben. Bis dahin, bis morgen. Ciao, Freunde.